eine ganz neue Generation, Chat. Super Mario Bros. Wonder. Oha, ich bin voll gespannt, was das wird. Ich kann's endlich spielen. Wann kam das raus? Irgendwie 1962 oder so, ne? Kam das raus. Und jetzt, endlich, nachdem ich mit meinem Marathon so weit bin, kann ich's endlich spielen. Und kann jetzt genauso dieses Game ab... Wer ist der, dieser Wurm auf Luigis Rücken? The fuck? Kann das Spiel jetzt mit euch so abfeiern und sagen, boah, Elefant Mario, der macht mich immer so horny. Ich bin alleine? Jo, wie viele Charaktere es gibt? Achso, es sind einfach die Hälfte davon einfach Yoshis. Hä? Irgendwie sieht Luigis Schnauzer so falsch aus. Luigi Super Mario. Der hat schon immer so einen Schnauzer gehabt? Ha, irgendwie sieht sein Schnauzer falsch aus. Ich dachte, der hatte so einen Schnauzer wie Mario, aber hat er gar nicht. Die alten Artworks haben auch so einen Schnauzer, wie er den jetzt hat. Irgendwas ist komisch an ihm. Vielleicht, dass er so glücklich aussieht? Ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht, wen wir spielen, Chat. Wen hasse ich am meisten? Let's go! Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Daisy und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Was für Florian? Junge, die Sounds. Hey, oh. Hallo. Dr. Riddle, dankeschön für 4 Monate. Holy shit, klingt das weird. Deutsche Sprache. Deutsche Sprachausgabe in Mario, das klingt so falsch. Das ist generell deutsche Sprachausgabe in Nintendo-Spielen, so weird. Ich komme bei Nintendo, bei Zelda immer noch nicht drauf klar. Wie aufregend! Wer sind die denn? Sind die neu? Die sind von Dingens, ne? Von Lasagne, nicht Lasagne, Langnies. Langnies. Das Eis, ne? Das sind die. Und natürlich, Chat denkt wieder an irgendwas Perverses. Okay, ich kann in der Luft mich drehen. Zeit für das Spaß! Junge, was ist dieser Trommelwirbel? Was? Es gibt ein Emote-Menü? Okay, es gibt ein Emote-Menü. Mehr kann ich aber nicht, ne? Ducken kann ich noch. Zu viele Besucher heute. Zu viele Besucher heute. Mopsi! Hello, Heidi. So weird, dass dann aber die anderen Charaktere alle ihre typische Mario-Sprache haben. Aber diese Blumen alle so Deutsch reden. Hochdeutsch. Ja, okay. Ist wie bei Zelda, ne? Alle reden Deutsch, Link schreit aber Japanisch, ne? Das ist Prinz Florian.
Der kann gar nicht reden? Wir haben hier so Mario-Sprache, simlische Sprache, dann auf einmal noch Deutsch. Ach du Scheiße. Aber das Spiel ist voll hübsch. Von den Farben und von der Belichtung. Yo! Geiles Schloss, einfach Smogmog. Sieht aus wie ein Kirby-Game. Nee, so scheiße nun mal auch nicht. Oha. Geile Musik. Oh, das sind jetzt Gefängnisse. Er bringt nur den ganzen Pilzkönigreichbewohnern die Realität bei. Weil unser Zuhause ist am Ende des Tages irgendwie irgendwo für uns alle ein Gefängnis, oder? Ein Gefängnis, für das wir sogar bezahlen müssen. Wir müssen aufwachen, Chat. Raus aus dem System. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Wir sind Sklaven der Uhr. Junge, das Grinsen von Mario. Was ist dieses Grinsen von Mario gerade? Sehr weird. Du möchtest helfen? Vielen Dank. Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Er verwandelt jetzt in einen Elefant? Nee. Die Yoshi-Armee. Ich glaube an dich! Glaub an dich! Glaub an dich! Ja, ich glaube auch an mich. Danke, Flaui, oder wie du heißt. Röhrenfelsen, Fiese, Wiese. Wow, voll das hübsche Spiel, oder? Voll hübsch. Oh nein, da ist der... Da gibt's Microtransactions, oder? Da ist so ein Einkaufswagen. Ach, scheiße. Sogar hier sind jetzt die Microtransactions angekommen. Na, Battle Pass, ne? Willkommen im Blumenkönigreich. Schwierig. Okay, sogar mit Schwierigkeitsanzeige. Abzeichnen. Aufsteller. Daisy-Sprung. Okay. Ja, die ganze Levelauswahl, ne? Okay. Ja, dann let's go. Mal gucken, was das wird. Es gibt irgendwie zwei Rüben zu sammeln, auf jeden Fall, wie es aussieht. Warum nochmal bist du Daisy? Weil ich sie hasse. ich weiß noch nicht, wohin mit der Kamera. Und los geht's! Das ist hier Musik von dem einen YouTuber, ne? Und los geht's! Dieser McGroove. Die haben einfach seine Musik genommen. Smooth McGroove, oder wie heißt der? Der eine YouTuber mit der Cappy und mit dem geilen Bart. Gut! Was für ein Wollo, Alter! Was für ein schöner Tag! Fühlt sich gut an! Fühlt sich gut! Oh! Wowie Zowie! Junge, wer ist die denn? Junge, wie cool die ist. Was? Ich hab was aufgestellt. Tolles Wetter für ein Schläfchen. Tolles Wetter für ein Schläfchen. Junge, wie die sich abdrückt.
Das sind einfach die Alpha-Liegestütze, Leute. Guckt sie euch an. Wenn ihr so Liegestütze machen könnt. Holy shit. Mach, ja, ich kann das nicht. Der hat einfach Angst vor mir, weil ich ein fucking Elefant bin. Noch einer. Wieso ist da ein M-Block? Habe ich gerade Wasser eingesaugt? Oh. Man kann Wasser einsaugen. Einfach Wasser. Okay, spinnen kann sie auch. Ach, als Elefant. Ich finde die Pampers richtig nice. Erfrischend. Hier ist eine Röhre. Wow. Kann ein Elefant keine Röhre rein? Nee, die funktioniert generell nicht. Die Münzen bewegen sich auch so low-framig irgendwie. Ah, das Spiel aber ist voll hübsch, Mann. Wer ist euer Main-Chat? Alter, da kommt Wasser raus. Daisy auch? Hallo! Wowie Zowie! Ah, die passt da nicht richtig rein. Junge. Ist das alles super? Ja? Katzi? Oh, jetzt kommen diese Drogenlevel, ne? Uiuiuiuiuiui! Banger Musik. Wieso leuchtet es da oben so? Da geht's rein, oder? Doch nicht. Ich hab alle drei. Ich glaube, ich habe gewonnen. Junge. In den Vordergrund. Ui. Junge, ist die riesig. Ja, Biako. Magst du keinen Elefanten, Biako? Was ist das denn? Da, das ist das erste, das Collectible. Wundersamen sind das, keine Rüben, okay. Hä, und ihr hasst alle diese Blumen, oder was? Ihr findet die alle so schrecklich? Tschüssi! Ich hab die Rübe irgendwo übersehen. Ich mag die. Nee, ist cool. Ich habe bisher immer gelesen, boah, die Pflanze ist so scheiße. Zum Glück kann man sie ausmachen, Digga. Oder so. Moment, wieso habe ich jetzt zwei Rüben bekommen? Ich habe doch nur eine gesammelt. Chat, wieso habe ich zwei bekommen? Hatte japanische Blume. Die waren sick. Freak. Ach, Levelabschluss ist auch einfach eine Rübe. Okay. Piranha-Pflanzenparade. Ist Kamera oben rechts in der Ecke gut, Leute? Oder soll ich lieber nach links machen? Dann seht ihr die Münzen nicht, wenn ich hier verdecke. Sind die Münzen wichtig, die zu sehen? Okay, mal rein da. Da hinten sieht man schon. Ich kann in den Hintergrund. Das ist wie damals bei Oddworld. Okay, Blume. Ja, okay. Smiley. Hey, da war gerade der kleine Freak, der Florian.
Idle mal, okay. Na, dann kommt Florian raus, wenn ich idle. Ist aber jetzt Florian der Prinz aus der Serie? Welche Serie? Ne, da kommt kein Ton raus, oder? Das vibriert auf jeden Fall. Okay, ich dachte, da kommt Ton raus. Die Anime-Serie mit den blauen Hunden. Digga, auf welchem Planet bist du gerade? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das sind blaue Hunde, Alter. Meinst du Sonic, den blauen Hund? Weil der ist kein Hund, das ist ein Igel, ne? Ach, die Joy-Cons machen Töne, wenn man das mit Joy-Cons spielt. Chat! Stimmt, by the way, jetzt ganz wichtig, ne, wo jetzt wir anfangen. Also kann man doch dahin kommen. Was an Collectibles ist relevant für diese letzte Special-Welt? Und für dieses letzte Level, super schwere Level? Sind die lila Münzen relevant dafür? Nur die Samen sind relevant, ne? Für die True 100, du meinst für die Domtendo-Prozent? Da ist die Blume wieder. Der redet nicht mehr. Machen die einen auf Rayman Legends? Da kann man rein, oder? Ist schon cute! Ha! Hier wird nicht mehr gesungen! Ist schon cute. Aua. Aua! Okay. Die ist im Vordergrund, die rote Röhre. Nicht im Hintergrund. Ich dachte, das ist einfach nur eine riesige Röhre, aber die ist einfach im Vordergrund. Deshalb ist sie so riesig. Aua! Das war richtig krasses Erlebnis. Aber ja, der neue Anstrich ist schon echt cool. Das fühlt sich alles sehr, sehr erfrischend an. Drogen nehmen, dann singen die Pflanzen. Ja, versuch's doch mal. Nichts wie hinterher. Das ist ein kleiner Schurke, der bestimmt die Samen geklaut hat. Wer ist denn der? Der rennt weg! Hab ihn. Wowie, wowie, wie die ausrastet, Junge. Der ist Skidaddy. Wieder was? Wieso heißt das Skidaddy? Junge, was für Skidaddy?
Ja, eingesperrt. Die kann man bestimmt nicht pflücken, sondern die kann man bestimmt gießen und dann wachen die auf. Tatsächlich. Skibidi einfach. Er ist einfach der gute Skibidi und wir spielen hier ein Spiel von einem Klempner. Also es ist quasi Skibidi Toilet Crossover. Bleib stehen! Boah, jo, überrannt. Wie der Cooper stolziert, Alter. Ja, guck, böse! Habt ihr gesehen, wie er mich böse angeguckt hat? Ich habe seinen Bau gefunden. Weggeslappt, die Sau. Der ist kein Daisy-Fan, ne? Ja, sie bleibt immer stecken, aber ich denke mir, das ist bei den anderen auch immer so, wenn man ein Elefant ist. Nicht nur bei Daisy. Oder ist Daisy besonders chunky? Ich mag das auf dem Boden kriechen. Boing. Ja, yeah, Pilz. Wir will so eine Scheiße. Wie sie da drunter quetscht. Jetzt guck mal, wie böse er gleich guckt. Wenn er mich gleich sieht. Hier hinter die Überraschung. Jetzt guckt er böse. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Da ist mein Samen! Okay, einfach eine Münze. Oh, lol. Ausgezeichnet! Ich bin auf erste Castle gespannt. Wie die Castle hier aussehen, was die Bosskämpfe sind, bin ich gespannt. Nichts wie hinterher. So, aber ich kann jederzeit Charakter wechseln, ne? Ui. Oh, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Wacht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Uhahaha. Aber warum solltest du? Ja, mal gucken, wie die anderen so Elefanten aussehen. Dieser elende Bowser wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Und Dead Five, Dankeschön für 47 Monate und hi. Nehmen wir da vorne doch eine Propellerblüte, um zu ihm aufzuschießen. Ja, bei Toads bin ich gespannt, wie die aussehen. Toadette, Alter. Let's fucking go. Jo, was? Die ist jetzt schon verwandelt. Wie sieht die denn aus? Junge, wer ist ein Toadette, Alter? Oh, yeah. Oh, yeah. Ich denke mal, der sieht genauso aus, nur in Blau. Wie vorwurfsvoll er mich anschaut. Einfach Aladdin. Aber die haben nicht wie bei 3D World irgendwelche Fähigkeiten, ne? Okidoki. Nee, den fühle ich nicht. It's a me.
Was? Wieso ist da kein Elefant? Die Mobs hier auch nicht. Pff, scheiß Nintendo. Scheiß Nintendo. Ich lese mir hier durch, was ich durchlesen will. Weißt du, sonst wollt ihr immer alle klug scheißen und mir alles erklären und vorwegnehmen. Aber da lese ich mal eine Textbox nicht und dann heißt es sofort, lies doch! Opfer. Ja, einmal. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Okay, Bowser Juniors als Bosskampf da, das heißt, es wird ein guter Bosskampf. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus da gewickelt. Und hier brauchen wir jetzt drei Rüben. Jetzt weiß ich, wir sollten uns einmal mit unserem Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Abzeichen der Röhrenfelsenwiese. Das ist irgendein Special Level, ne? Kein richtiges. Ah, okay, einfach eine Kiste. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Einfach Poplin. Der gute Poplin. Oh, Abzeichen, die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Perks oder was? Also Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher, etwas damit anzufangen. Als Perk kriegt er dann. Toll, ich wollte immer schon eines haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf, wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir... Sein Kopf ist einfach aufgegangen. Bah. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viel Unannehmlichkeit sparen. Bye-bye. Bye-bye. Hier drüben! Hier drüben! Junge, es ist so weird, dass er auf Deutsch spricht. Abzeichnung Übungsplatz. Oh, ich hab's weggeklickt. Yo! Bis später. Ciao. Das ist der Perk, jetzt kann ich gleiten. Yeah. Ist er nochmal rein? Mit Tod ist das super. Wo ist der Ausdauerbalken? Drücke einfach die R. Bis später. Na, wie ist es? Das ist ganz cool bisher. Mit Toad sieht das cool aus. Der Only True Perk. Also ich weiß nicht, wie die anderen Perks sind, aber der ist schon an sich schon stark. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. 10 Stück. Okay. Oh, ich kann hier einfach frei rumlaufen, wie bei 3D World. Roll, Roll, Rolf. Schwierigkeit 2 Sterne. Oh, jetzt wird es richtig schwer, Chat. Waren wieder YouTube-Videos. Ich hoffe diesen Monat noch. Hätte er denn einfach noch eine andere Mütze?
Boing. Daisy hat auch eine andere Mütze gehabt. Hat sie nicht einfach ihre Mütze benutzt? Nee, stimmt, Daisy hat gar keine Mütze, ne? Die Galumbis. Schade. Oh, das kann ich aber trotzdem auch... Ja, okay, gut. Wieso sollte ich das nicht? Ich wollte gerade eine Frage stellen, dass ich, wieso ich das auch den Perk benutzen kann ohne Elefant, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Wieso sollte ich das nicht benutzen können? Aber sehe ich das richtig? Diese Drogendinger sind nie großartig versteckt. Die sind einfach immer offen. Blase. Also du musst hier nicht wie normalen 2D-Marios erstmal auf die Suche gehen. Junge. Scheiße, was habe ich gemacht? Wieso habe ich ihn nicht angegriffen? Schade. Wieso strugglen? Ich bin doch noch gar nicht gestorben. Stark. Der bounce mich einfach weg. Man kann einfach durchrennen. Easy game. Ich habe die Rübe nicht gefunden. Ich dachte, die Rübe ist immer offen platziert. Die ist ja gar nicht offen platziert. Die ist ja voll versteckt gewesen. Die war ja voll versteckt. Da muss man ja doch auf die Suche gehen. Voller Prank. Ja, da hat mich Sadie einfach verarscht. Oh, Shop. Microtransactions? Ich kann Feuer. Was hab ich mir? Okay. Das nenne ich Musik! Prof Antenne, sprich mich gerne jederzeit an, wenn du es über Online-Spiel lernen möchtest. Hier entspannende Lektion. Teile dein Abenteuer mit Spielern auf der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten aus der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Spieler in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Klingt doch nach einem tollen Grund, online zu gehen, oder? Chat? Komm dran. Spielen wir jetzt zusammen? Für Mr. Worldwide! Wie lade ich euch jetzt ein? Wo seht ihr meine Level-ID? Kannst Freundeslobby machen, wo jeder rein und raus kann, wie er will.
Ach, da oben stand was. Kein Passwort. Oder kommen jetzt weltweit Leute rein? Auch irgendwelche Japaner. Jetzt könnt ihr joinen. Ja, einer von euch ist bestimmt hier auf meiner Freundesliste. So ein Zeddy oder so. Ist bestimmt auf meiner Freundesliste. Warte auf Spieler. Ja, ich hasse euch auch. Wer ist der denn? Wie glücklich er ist, dass er jetzt stirbt. Jo, der ist einfach rot-schwarz fast. Schneggy! Das war eine sicke Schnecke. Gib Code durch? Wo ist denn der Code hier? Keine Ahnung. Das ist doch GLP! Halt wirklich. Junge. Die sehen aus wie Monster aus Palworld. Der Baum ist langweilig, also. Der Baum ist langweilig. Was ist dein scheiß Problem mit Bäumen? Freundescode. Ach so, was weiß ich, wie mein Freundescode ist. Ich dachte, joins jetzt einfach und dann machen wir eine Fiesta! Fiesta de la Muerta! Hat er gerade gedappt? Hat Tod gerade gedappt? Nein, oder? Das ist da drin. Wer sind die denn? Ich brauche so einen Elefant, hier. Wie glücklich er springt. Junge. So ist doch Simba gestorben. Was geht denn hier ab, Mann? Ich bin einfach in ihn reingejumpt. Meine Fahne ist weg. Die haben meine Fahne abgerissen oder so. Ich glaube, du hast den Zug verpasst. Ich glaube auch. Oh, jo, wie hoch. Mufasa, nicht Simba, ja. Fucking Simba. Es gab drei? Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es noch eine gab. Huchi. Upsi. Upsili. Raum verlassen. Spieler? Wie lade ich dich jetzt ein? Kriegen wir dein Freundeskreuz? Ich weiß nicht. Ich bin schüchtern. Ich muss doch bestimmt, einer von euch ist doch bestimmt schon auf meiner Freundesliste. Weil ich habe doch mit euch mal Smash gespielt. Da habe ich irgendwie alle aufgenommen. Okay, das war's.
Das waren mehr als nur einer. Ich habe mit vielen Leuten Smash gespielt. Kann eben onkommen. Ach ja, das ist ja gar nicht dein Spiel, das ist ja mein Spiel. Stimmt. Okay, ich kann hier einkaufen mit den Münzen. Oh, man kann sich Leben kaufen. Scheiße, Chat, wir müssen die alle sammeln. Halte für Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Ich kann Wundersamen kaufen? Muss man am Ende, Chat, um die letzten Welten freizuschalten, Wundersamen kaufen? Oder ist das egal? Muss man? Okay. Wahrscheinlich wie bei Odyssey gibt es in jeder Welt eine zu kaufen, ne? Ja, so darf die meinen Code. Ja, so darf auch meinen Code hier in den Chat reinschreiben. Felsblockade. Oh, wie furchtbar. Nur dieser gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier dein Felsen auf den Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu gerne zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte. Ja, let's go. Gönn dir. Steuerung anpassen. Okay. Hier gibt es einen neuen Perk. Wenn ich hier im Chat nur jemand 100 Euro geben würde, dann könnte ich endlich zur Schule gehen. Okay. Mein erster Tod! Du kannst es! Schwebe in der Luft! Schwebe in der Luft! Weiter so! Hier entlang! Der redet ja gar nicht. Ich muss dann auf ihn drauf sein, ne? Flowey Percent. Alle Voice Lines müssen gehört werden. Du kannst jedenfalls auch das so machen, dass du mit Randoms online spielst. Ja, aber ich wollte ja mit euch, nicht mit Randoms. Aber ihr kommt ja nicht. Rasende Rollschuh-Coopers. Ja, die haben alle keinen Bock auf mich. Aber es ist auch Sonntag, ne? Sonntag will man ja noch ein bisschen rumpimmeln. Jungs? Kann ich jetzt das Level nicht spielen, weil ich jetzt Leute beschworen habe? Da sind sie, die Boys. Der sieht so aus, als würden sie sich mit ihren Ärschen so abklatschen. Wer bist du denn? Yo, ich bin weg. Sehr gut. Jo, mit Echo. Sehr gut! Ich sehe den Code nicht, wieso nicht? Was ist das denn jetzt hier? Okay. Okay. Ich habe gerade so eine minimal so eine Reizüberflutung. Weil Nintendo Schwanz ist. Ah, der Klassiker. Da schläft jemand. Was ist denn los? Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Okay.
denke mal, du brauchst Nintendo Online, oder? Ja. Schnell holen, damit du mit ein Level mit mir spielen kannst. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. Hey, bleib stehen. Wihi! Oh, draufhängen? Ich müsste noch Nintendo Online haben, ja. Hab ich ja geholt, wegen Mario Maker. Jo! Was geht denn hier ab? Was ist dieses crazy Game, Mann? Mir fehlt einer. Ich glaube, ich habe den ganz am Anfang verpasst. Was ist das? Nee, da ist er. Ui! Wie schön! Wundersamer Samen! Ich bin, by the way, noch in der falschen Kategorie, ne? Ganz wichtig. Mario Wonder. Jetzt Beine brechen! Schade, dass man keinen Rollerskater-Power-Up bekommt, wenn man die tötet. Right, was geht ab, Mann? Grüß dich. So, wie edd ich dich jetzt? Oder kommst du jetzt rein? Einer ist online. Der Johnny. Der spielt Nintendo 64, Nintendo Switch online. Freunde, Vorschläge. Mhm. Ich habe 3 Freundesanfragen. Also sie kenne ich, die nehme ich. Die anderen kenne ich nicht. So. Okay. Ups. Was hat er hier für Spielzeiten? Ey, ich wollte schauen. Ich wollte ihn stalken. Beliebt bei Freunden. Als ob ihr wirklich dieses Spiel spielt. Mario vs. Donkey Kong. So. Und jetzt kannst du joinen. Geh jetzt rein und du kommst, ne? Das ist nur die Demo. Ist das Spiel noch gar nicht draußen? So, komm rein. Schade. Ich wusste es, er hasst mich. Da ist Sadie, dieses Schwein, Elefant.
Ich sehe ihn. Aber sieht er mich? Komm ran, wir machen hier so ein neues Level. Hier. Lass das machen. Hollow Sadie einfach. Jetzt ist er weg. Wie, hast du jetzt mir eine Freundesanfrage geschickt? Da ist Sadie. Wieso ist da noch Wiggler? Ist noch auch noch dabei. Achso, man sah mal Code kurz, okay. Scheiße. Hey, wieso ist jetzt Sadie auch ein Toad? Der war doch gerade vorher ein Elefant. Nein! 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 Ich wurde überholt. Und man kann sich da auch festhalten. Der Wiggler ist ja so. Ach, schon Opfer dafür, dass er das Spiel schon durchgespielt hat, hat er fast gegen mich verloren. Ich bin Noob. So knapp. Schon crazy, wie gut ich bin eigentlich in Videospielen, ne? Ich spiele Handheld, ja und? Ich spiele Revanche, okay? Nein, keine Ahnung, ich will das Level nochmal. Hey Paul, was geht ab? Grüße aus der neuen Wohnung, oha! Stark! Ey, der cheatet. Ich will auch. Ich weiß nicht, wie ich cheate. Der hat irgendwie gecheatet. Ich drücke A, aber es passiert nichts. Das Ding kommt nicht runter, wenn ich A drücke. Weil ich habe eine Blume im Winter. Nein, er hat gewonnen. Antimate, er holt mich gar nicht, Chat. Antimate. Okay. Es gibt deutsches Voice Actor im Game, ja, aber nur für Pflanzen. Das ist ein bisschen weird. Ey, was? Freundschaftsrennen ist vorbei. Achso, ich darf noch weitermachen. Yeah.
Ja, fast. Fast. Fast eingeholt. Wie kommst du denn hier? Über den über Stock und Stein. Mit Amadeus und Sabrina. Das erste Castle, ne? Sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn ihre schändlichen Zwecke verwenden. Gibt's noch mehr Level? Kampfparty Röhren. Was auch immer. Hey, Unosila, was geht ab? Schwo, das ist super schwer. Wir gehen hier hin. Ja, ist super schwer. Habt ihr gesehen, wie viele Sterne da sind? Jo, Leon, gute Nacht. Ciao, ciao. Holy shit. Nein, der Pilz. Ist das ein Autorun-Level? Muss ich nur stehen? Nein! Ich war der Beste. Ich war der Beste. Bist du lost? Wie bin ich lost? Ich war gerade Erster. Weil du drum runtergefallen bist. Oh, guck mich an. Ich bin ein Mario-Profi. Ich mache immer alles perfekt. Bin noch nie in einem Videospiel runtergefallen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt ein Preis oder was? Ja, ja, so jetzt im Bully-Arc angekommen. Jetzt. Ja, true. Wie tot er auch steht, Alter. Gemeini. Fickt euch. Ich gehe jetzt. Ja, ich will das Castle alleine machen. Ich will nicht, dass ihr mir alles vorwegnehmt.
Und dann ist Playmo. Playmo ist der Alpha-Spoilerer. Ja, wenn mein Nintendo Online nächste Woche noch nicht abgelaufen ist. Yoshi! Du wärst Lukas! Wenn mein Nintendo Online nächste Woche noch nicht abgelaufen ist, dann können wir das nochmal machen. Also länger machen als jetzt. Das war jetzt nur so ein kurzer Test. Wie das so aussieht. Also wenn ich online gestellt bin, dann kommen so Geister mit rein, ne? So Dark Souls mäßig, dass man so die Phantome sieht, ne? Oh lol. Der kann mich wiederbeleben, obwohl er gar nicht mit mir ist. Und Monster Ram, Dankeschön für 37 Monate. Ich muss komplett trennen. Nicht nur den Raum verlassen. War der Lukas einer von euch hier? Von einem Elefant aus der Parallelwelt gerettet. Die Goombas sind hier blau. Ach, das sind Zombie-Goombas. Ich muss sagen, ich finde das neue Sprunggeräusch ein bisschen weird irgendwie. Irgendwie ist es ein bisschen penetrant. Ich weiß nur nicht, vielleicht fällt das einem so penetrant, also fällt mir das so penetrant auf, weil ich noch nicht dran gewöhnt bin und bei dem anderen stört mich das nicht so, weil ich da dran gewöhnt bin. Das Castle zerbricht! Ich muss immer auf das Geräusch achten. Sorry. Es klingt halt wie ganz halt wie so ein falscher Ton mit einer Gitarre. Was geht ab, Nikolai? Der Zuhause-Nikolai. Wieso? Seit wann bin ich eigentlich tot? Ich hab auch nicht sie durch. Der blaue Toad als Elefant sieht so ein bisschen aus wie dieser eine Bösewicht bei One Piece, dieser Zombie-Bösewicht. Moria oder wie der hieß. Dieses Gitarrengeräusch ist schon ein bisschen irgendwie seltsam, ne? Was glaubst du etwa? Du kannst dich aufhalten! Na gut, dann lass uns spielen. Papa Wunderkraft ist hier überall. Papas Wunderkraft. Du hast absolut keine Chance gegen mich, aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Okay, was kann der? Er rollt. Er rollt. Und dann springe ich ihm auf den Kopf.
okay, ich dachte schon, er ist jetzt einfach der neue Bumbo oder was? Jo, wie cool ist der denn? Jo! Wieso? Ist das nicht falsch rum? Wieso macht der mich riesig? Und nicht sich? Okay, ich verstehe, wieso er mich... Ich verstehe es. Diese Sau. Ich verstehe es. Jetzt andersrum. Das ist ein riesiger Wundersamen. Königssamen, oui. Ja, aus den Königssamen werden Prinzen gemacht und aus den anderen Samen werden diese klein gemacht. Die irrelevanten. Und so gelangte es Toad und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Ich glaube, Königssamen sind eher da draußen wachsen Pflanzen raus, die die Raupen essen müssen, um zum König zu werden. Weil der Prinz Florian ist ja eine Raupe. Er ist so ein Prinz. Und sobald er den ausgewachsenen Königssamen isst, dann wird er zum König. Können Sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Bis später! Ich habe diese deutsche, oh, deutsche Stimme. Bis später! Warum reden die Blumen? Warum nicht? Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Einfach Handygame. Blüteninsel. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa? Oh nein, da ist er wieder. Scheiße. Mein Piranha-Wolken werden alle Stirn für Rieder werden halten, Digga. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Guahahaha. Stark. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Da ist der Wundersamen. Was passiert denn jetzt? Chat, was passiert jetzt? Mit jedem Wundersamen können wir eine Piranha-Pflanze mehr von ihm wegnehmen. Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Und irgendwann können wir ihn dann bekämpfen, weil wir dann in sein Schloss rein können. Solche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen. Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten, einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blütenkönigreich retten können. Die Königssamen... Ja, juckt. Ist halt Mario Lore, ne? Boah. Boah, guck ihn euch an. Boah. Grün-Schwarz. Hat was Toxisches. Aber, Chat. Wir hören hier auf. Kleiner Vorgeschmack für Wanda. Hat mir sehr gefallen, der kleine Vorgeschmack. Wenn nächste Woche Sonntag mein Abo noch nicht ausgelaufen ist,
dann kann ich mehr von euch adden und dann können wir mehr online zocken. Das könnte ganz funny werden, ne? Und natürlich auch das generell das Spiel spielen und vielleicht sogar zu Ende spielen. Und dann haben wir schon bald einen neuen Marathon, ne? Das ist der letzte Teil im Marathon. Macht bisher sehr viel Spaß. Der neue Anstrich gefällt mir sehr. Bis auf der Sprungsound, der klingt noch ein bisschen komisch. Bang, bang, bang.